Wusstest du, dass Bienen zwei Mägen haben? Und du, dass sie 200 Flügelschläge pro Sekunde schaffen? Wusstest du auch, dass ein Bienenstock ca. 50 Kilo Honig im Jahr produziert? Und hast du gewusst, dass wir Menschen ohne Bienen innerhalb von Tagen zugrunde gehen würden? Wusstest du auch... Wusstet ihr, dass ein Bienenstich ganz schön wehtut? Hey, was ist denn los? Knabberst du etwa immer noch an dem Bienenvorfall? Was? Niemals. Oh, dann können wir ja ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Hier sieht der kleine Ben das erste Mal eine Biene. Und hier versucht er, sie zu essen. Oh, der kleine Ben wurde gestochen. Das waren schöne Zeiten. Wir hatten doch abgemacht, dass du diese Bilder löschst. Die stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Bienen haben genauso viel Angst vor dir, wie du vor ihnen. Ich hab keine Angst. Ah, pass auf, eine riesige Biene! Wir sind da! Wow, das hier wird unglaublich. Ja, ja. Haut ab, ihr fiesen Bienen! Bleib einfach ganz locker. Du solltest heute schön aufpassen. Bienen sind sehr wichtig für unsere Umwelt. Man könnte sie als Helden der Insekten bezeichnen. Von denen kannst du was lernen. Also, ich gehe mir jetzt was zu essen suchen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich habe schon 130 Fakten über Bienen gesammelt. Wenn ich in die Hände spucke, bringe ich es bestimmt auf 200. 200 Bienenfakten. Ab jetzt bin ich auf mich allein gestellt, umgeben von Millionen wütenden Bienen. Ich muss ganz ruhig bleiben. Dann kann mir nichts passieren. Hey, sag mal, was soll das denn werden? Wo sind die hin? Wer die? Wen meinst du damit? Ein Schwarm von Killerbienen hat mich angegriffen. Aber zum Glück konnte ich sie noch verscheuchen. Du bist ein komischer Vogel. Komm, schnell, sie verkünden jetzt den Gewinner. Gewinner wovon? Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich beim Bienenfest hier in Bismarck, North Dakota, willkommen. Wir verkünden jetzt den Gewinner unseres süßesten Honigwettbewerbs. Es gewinnt die Bienenkönigin, deren Stock den besten Honig der Gegend produziert hat. Das ist der Moment, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben. Ich präsentiere die royale Gastgeberin, die königliche Honighoheit. Der einzige Grund für meine gesamte Existenz. Bismarcks ureigenste Königin Sabinia. Oh, sie ist so schön. Das ist sie, die schönste Biene der Galaxie. Jetzt kröne ich euch die weltweit schönste Königin der Bienen. Oh, das ist echt umwerfend. Boom, runter von der Bühne. Sabinia, 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 Sabinia. Schluss jetzt mit dem Affentheater. Hey, diese Biene ist in Wahrheit Queen Bee. Das kam jetzt ganz schön unerwartet. Ich bin es. Es ist Zeit, dass ihr euch vor der einzig wahren Bienenkönigin verneigt. Denkt ihr wirklich, Königin Sabinia hat's voll drauf? Dann gucken wir uns doch mal ihre Insektagramm-Seite an. Bisschen viel Filter drüber, Süße. Und viel zu viel bearbeitet. Eine Sekunde mal. Heißt das, du klaust die ganzen Bienen nur aus Eifersucht? Nein, die sind nur ein kleines Extra. Was ich eigentlich will, sind ihre Königinnen zu fangen. Dann haben ihre Völker keine andere Wahl mehr, als mir zu folgen. Nicht mehr lang und mir gehört die wertvollste Ressource der Welt ganz allein. Da habe ich eine Überraschung. Du bist die einzige Biene, mit der ich mich gern anlege. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Die Königin verfügt über eine brandneue Kutsche. Tag und Nacht haben meine fleißigen Arbeitsbienen im Untergrund geschuftet, um die ultimative Bienenmaschine zu bauen. Richtig gehört. Untergrundbienen. Ihr süßen kleinen Dinger, kommt zu eurer neuen Königin. Oh nein! Nein! Ben, sie kontrolliert die Bienen mit ihrem Armband. Oh, gefällt dir mein Designer-Bienenarmband? Frag gar nicht erst, woher ich es habe. Du kannst es dir eh nicht leisten. Ja, wir sollten verduften. Die Biene ist echt groß. Man muss sich auch mal eingestehen, dass man nichts machen kann. Ben, du bist ein 5 Meter großer Dinosaurier. Du musst doch vor gar nichts Angst haben. Ja, ist ja gut. Diese blöden Bienen. Das sind meine Bienenbürschchen. Stell dich mir nicht in den Weg. Das war fast beeindruckend. Wenigstens habe ich noch dich, Königin Sabinia. Geht zu den anderen Heulsusen, Süßer. Die Bühne gehört jetzt mir, der neuen Primadonna. Und jetzt zu dir. Dachtest du wirklich, du könntest mir die Show stehlen?